Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angestellt und Vorgespielt. Und heute schauen wir uns mal Station Flow an. Angestellt und Vorgespielt ist so eine Videoreihe, findet ihr auch eine Playlist auf meinem Kanal. Und da stelle ich euch immer mal wieder Spiele vor, ja, so kleine Nischendinger, manchmal auch große Teile. Ja, und da gucken wir immer mal so eine knappe Stunde rein, vielleicht eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie viel Bock wir da so haben und wie sich gerade der Spielefluss so entwickelt. Ja, und heute schauen wir uns mal Station Flow an. Und wie immer gilt, wenn ihr hiervon mehr sehen wollt, von diesem Spiel speziell, dann lasst es mich wissen, denn ihr wisst ja, die Rückmeldung auf YouTube erfolgt über Daumen hoch, runter und Kommentare und dann kann ich das aufnehmen, das Ganze, und einfach noch ein bisschen was aufnehmen hier, also Videos produzieren dafür, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. Das Spiel ist schon seit April 2020 draußen. Unten links steht, die MM Games haben das Ganze gemacht. Version ist 1.0.4 und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ich sag mal, die Einstellung, da könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, ist aber relativ übersichtlich. Ja, also passiert jetzt nicht so richtig viel. Wir gucken uns das mal an, worum geht es hier eigentlich. Machen wir das Tutorial, spiel das Tutorial und lerne die Grundlagen des Spiels. Ich würde sagen, ja, machen wir mal. Ich weiß ja schon, worum es geht, ungefähr. Willkommen bei Station Flow. Du bist der Bahnhofsmanager eines neu eröffneten U-Bahnhofs. Dein Job ist es, zu entscheiden, wo neue Wege gebaut und Hinweisschilder platziert werden und wo die verschiedenen Servicestellen liegen sollen. Dein ultimatives Ziel ist es, dass die Passagiere mit ihrem Aufenthalt zufrieden sind, wobei du jedoch gleichzeitig deine Finanzen im Blick behalten und für einen reibungslosen Betrieb auf dem ständig wachsenden Bahnhof sorgen musst. Ja, wie gut das gar nicht laut ist. Ich überlege gerade, ob wir das machen. Ich meine, ich weiß ungefähr schon, worum es geht, ja. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, ja, so funktioniert das hier. Können wir hier so dran pappen. Was können wir dann hier so machen? Und dann bauen. Ich guck mal gerade, wie die Steuerung geht. Du kannst die Zahl mit 1, 2, 3 beschleunigen. Bam, bam, bam. Aber jetzt gerade fehlt mir, vielleicht ja, kann ich das hier nicht, kann ich das mit den Pfeiltasten machen? Nee. Bauen braucht Zeit, ich will mich ein bisschen bewegen. Ich glaube, das geht hier nicht wegen dem Hotkey S. Hotkey F. Vielleicht gegen den Tutorial. Sobald ein Ausgang offen ist, können wir ihn aufmachen und da kommen auch schon die ersten Leutchens. Das ist ein bisschen schade. Was sollen wir jetzt machen? Wegweiser aufstellen, genau. Also, worum geht es hier eigentlich? Hier kommen Leute aus einem Eingang, Ausgang, wie auch immer, kommen hier entlang und nehmen den Weg und müssen zur Plattform. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Was ist denn das? Wegweiser. Vielleicht müssen wir das erstmal so machen. Da geht es zu allen Plattformen und wir adden noch einen Pfeil. Und bei dem Pfeil geht es. Oder wir nehmen ihn auch weg. Das geht auch. Machen wir das doch mal. Ja, wenn man sich nicht bewegen kann, ist das irgendwie doof. So. Dann nehmen wir den Ausgang. Genau. Ah ja, jetzt kann ich mich bewegen. Ah ja, WASD, genau. Das ist ja doof. Naja, gut. Das ist das Tutorial ein bisschen schwierig. Also, ihr seht schon hier, da ist der Bahnhof. Hier kommen die Züge an und die Passagiere entsprechend. Und die Passagiere wollen dann hier logischerweise rein und raus. Hier ist A1. Und hier ist jetzt A2. Das wird ein bisschen tricky. Was haben wir denn hier? Versucht die Kamera ein paar Mal auf und ab zu verschieben. Das können wir ja hier so machen. Ach, guck mal, da gibt es noch mehr Bahnhofsdinger. Mit F und C kannst du die Kamera hoch und runter bewegen. Sehr praktisch. Eine Treppe kann zwei Bahnhofsebenen miteinander verbinden. Sie können durch bestehende Wege hindurchgehen, sodass ein Loch im Boden entsteht. Was? Ein Loch im Boden? Eine Medium-Treppe nach oben. Können wir die mal drehen. Hoppala. Ich will die nicht drehen. So.
müssen jetzt erstmal hier den Weg miteinander verbinden, ne? So, das können wir schon mal bauen. Geht nicht? Wieso kann ich das nicht bauen? So vielleicht? Auch nicht. Die Treppe muss an beiden Enden verbunden werden. Achso, naja gut, dann verbinden wir die mal da. So, warte mal. Wir müssen die ein bisschen kleiner machen. So, wird dann schon rausgucken. Genau, jetzt wird das gebaut. Ich wollte eigentlich das auch noch hier anbinden. So, jetzt gehen wir einen nach oben. Also ihr seht schon, das ist sozusagen, worum es geht. Zielbezeichnung am unteren Treppenende, einrichten. Okay, das mache ich ja noch. So, hier können wir jetzt zum Beispiel sagen, da geht es zu A5. Dann nehmen wir noch einen Pfeil. Dann sagen wir, da geht es zu allen Plattformen und zu allen A's. Hervorragend. Und den Kreis können wir ja dahin schieben. Da geht es zu A4. So. Gut. Ist das richtig? Ah, kann man jetzt gerade noch nicht sehen, aber ich denke mal, das wird schon. So, das hier, da müssen wir jetzt noch einen Pfeil runter machen. Und dann sagen wir, hier geht es zu allen Bs, ne? Ne, A4 und A5. A4 und A5. Okay, und das hier müssen wir dann, glaube ich, den Pfeil müssen wir dann nochmal neu machen. Da geht es zu A. Das müssen wir dann ein bisschen spezifizieren. Da geht es dann zu A1. So. Ne, das nicht. A1 habe ich gesagt. So. A1, da geht es zu P, da geht es zu A4 und 5. Okay. So, und dann können wir die ja hier auch schon mal aufmachen. Das ist hier noch nicht gebaut, aber das ist nicht so schlimm. So. Ziele für das Erreichen am oberen Treppenende einrichten. Das habe ich ja schon. Na, da wird schon gemeckert hier, da kommt man noch nicht durch. Deswegen meckern die gerade. Müssen noch ein bisschen abwarten. Wir machen das mal schneller. Oh, guck mal, du kannst ja jetzt langlaufen. Kommt da keiner hoch? Achso, die Treppe müssen wir auch noch benennen. Okay, guck mal, da können wir die Treppen benennen. Und da kann man A1 und A2 mal hinmachen. So, ah ja, guck mal, jetzt laufen die auch da hoch. Interessant. So, haben wir das. Und am oberen Ende müssen wir es auch machen, heißt es. Dann machen wir das natürlich. Hier geht es zu A4 und A5. So, hiermit ist der Hauptteil des Tutoriums abgeschlossen. Du kannst in diesem Bahnhof weiterspielen. Halte den Zufrieden der Passagiere hoch. Ach, ich weiß es nicht. Wollen wir hier weiterspielen? Ich würde sagen, wir gehen mal ins Hauptmenü. Wir speichern das mal. Spielstand speichern. Autosave. Dateiname 1. Ist doch völlig klar. Und dann verlassen wir das mal zum Titelbildschirm zurückkehren. Jawohl. So, das heißt, wir gucken uns jetzt mal an. Es gibt wohl verschiedene Karten. Ihr seht schon, Klasse, Hexer, klassisch, mega. Die kann man jetzt alle irgendwie spielen. Gesamte Karte freischalten. Gesamten Fortschritt freischalten. Nee, will ich noch nicht. Das ist ja, machen wir mal die klassische, würde ich sagen, oder? Also es gibt wohl diese offiziellen Karten und es gibt wohl scheinbar auch noch irgendwelche, so wie ich es verstanden habe zumindest, auch noch Workshop-Karten, aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. So, du bist der Bahnhofsmanager eines neu eröffneten U-Bahnhofs, das ist ja alles klar, das haben wir schon gemacht. Ich glaube, das ist die gleiche, ne? Ja, das ist offensichtlich die gleiche, wobei hier ist offensichtlich noch ein bisschen, kommt noch eine dazu, die habe ich gerade zumindest nicht gesehen. Dann bauen wir doch erstmal die ganz normalen Wege auf. So. Und gucken mal, was wir da aufbauen. Wir machen zuerst die Wege, würde ich sagen. Und dann können wir ja immer noch mal die... So, guck mal. Was ist denn da los? Ach, das können wir noch nicht anschließen. Ah ja, verstehe. Das können wir noch nicht anschließen, weil es noch nicht gebaut ist. Alles klar. Ja, man muss ein bisschen die Technik erstmal verstehen, wie es funktioniert.
Besonders, sag mal, die Bauplanungen sind mitunter ein bisschen wild. Aber ich sag mal nichts, was man nicht hinkriegt. So. So vielleicht. Gucken, ob wir die dann noch so dran setzen können. Ja, okay, das können wir auch so machen. Hervorragend. Also haben wir schon mal A1 bis A3 angeschlossen. Das ist schon mal ein Ding. Das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir nur noch eine Etage unten drunter das Ganze auch nochmal anschließen. Und das machen wir natürlich eben genauso wie gerade auch schon mal im Tutorial. Ist vielleicht jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Wir müssen ja irgendwie noch Treppen bauen, ne? Oh, ne, 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 ne. Halt, zurück, zurück, zurück. Mal gucken, dass das gut da reinpasst. So, ich glaube, das geht. Na, hervorragend. Dann können die hier schon mal hoch. Auf das nächste Ding sie. Ja, hervorragend. So, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal alles gebaut. Jetzt müssen wir die Wegdinger noch machen. Das ist immer, wie ihr gesehen habt, ein bisschen komplex scheinbar. Also, hier geht es einmal zu den Plattformen. Zu den beiden Plattformen geht es da. Es geht auch zu A2. Es geht aber auch hier zu A3. Sehr gut. So, jetzt können wir noch einzelne Dinge dazufügen. Hier geht es zum Beispiel, obana, einfach nur zu A1. Und hier geht es runter zu A, ich glaube 4 und 5 war das, ne? Ja, hier ist A4. Und da ist A5. So, dann haben wir doch hier alles schon mal gemacht. Hier unten machen wir vielleicht auch noch mal einen hin. Hier geht es zu A5. Ich sag mal, das Ding ist, dass die Leute, die hier langlaufen, ich will nicht sagen, die sind doof, ja, aber ich sag mal, die Herausforderung ist quasi für die, den Weg so zu gestalten, dass die wirklich, wirklich wissen, wo es lang geht. Hier geht es zum Plattform und A3, genau. Und hier müssen wir die auch nochmal anpacken. Hier runter geht es zu A4 und A5. So, jetzt haben wir die alle schon mal gemacht. Hier. Ich finde, jetzt können wir das hier auch schon mal aufmachen. Und das auch. So, hier geht es übrigens zu den Plattformen. Ja, okay, das wissen die schon mal. Die machen wir auch alle schon mal auf. Können ja schon mal ein bisschen für Bambule sorgen. Ja. So, und jetzt können wir hier vielleicht so ein Riesen-Dings reinsetzen. Hier so einen. Und hier können wir zum Beispiel sagen, hier geht es zu den Plattformen. Bei dem hier geht es zu den beiden. Hervorragend. Hier, das können wir vielleicht ein bisschen schieben, da geht es zu A3 und den letzten hier, uiuiui, langsam, da geht es zu A2, glaube ich, jawohl. So, ich glaube, dann haben wir alle. Das Ganze ist übrigens so, dass das zeitmäßig läuft, also ein Tag, dann gibt es eine Abrechnung und ja, ich denke, das erklärt sich alles ein bisschen von alleine, glaube ich. So schwierig ist das nicht. Können wir mal ein bisschen schneller machen. Was haben wir denn hier? Aktuelle Bewertungspunktzahl. Aktuelle aktive Ausgänge 5 von 5 und Bahnlinien 1 von 1. Das ist mein Bahnhofslevel, Bahnhofsstufe quasi. Das sind meine Finanzen. Voraussichtliche Transaktionen am Ende des Tages. Hervorragend. Und das ist die Anzahl der Passagiere. Im Bahnhof. Keiner ist am Rummeckern, nicht mal über die verspäteten Züge. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel,
Nicht nur, was die dann bezahlen oder dass die da was bezahlen, wenn die rein und raus laufen. Ja. Sondern auch hier an diesen Balkendiagrammen, wie viel Action ist da gerade eigentlich. Also wie viel Traffic ist auf dem einzelnen Ding. Ja, und so einfach, wie es jetzt daherkommt, so ist es tatsächlich dann am Ende dann doch nicht. Es wird da gleich ganz viel Zeugs dazukommen. Wir müssen mal den Tag laufen lassen. Es wird Servicestationen geben, Informationsstellen. Es gibt Essen und Trinkenangebote. Man muss, ihr seht schon, es wird halt richtig komplex, ne? Die Leute fahren übrigens oder gehen übrigens nicht alle nur auf die Plattform hier. Manchmal gehen die auch quasi von Station to Station, also von A1 nach A2 zum Beispiel oder sowas, ja. Das geht auch. Ja, so ist das. Aktuell haben wir alles richtig gemacht. Das sieht einfach sehr gut aus. Hier oben Uhrzeit haben wir ja schon gesehen. Wir gehen bis 0, dann kommen, ich glaube, 2 Stunden ist der Bahnhof dann geschlossen und dann geht es, glaube ich, um 2 Uhr wieder los. Und ich glaube, das Rote, ist das die Rush Hour? Ich weiß es nicht so genau. Ja, guck mal. Jetzt ist ja 11 Uhr, 10 Uhr und keiner mehr im Bahnhof. Also das Gelbe hier stimmt mit der Uhrzeit da unten nicht überein, aber na gut. Wir haben 7800, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Was haben wir denn hier noch für Knöpfchen? Overlays, Elementkonturen anzeigen, UI ausblenden und... Wow, hat mich erschrocken. Okay, Tagesbewertung. Achievement, erreiche eine Bilanz von über 20.000 am Ende des Tages, hervorragend. Das ist schon mal sehr gut. So, 459 Passagiere abgefertigt. Der Tier sieht irgendwie gut aus, glaube ich. Nehme ich mal an. Der Bahnhof verbrachte Zeit, alles gut. Ein A+ haben wir bekommen. Finale Bewertungsnote für den Tag, basierend auf der Bewertungspunktzahl. Die Note bestimmt den Fortschritt zur nächsten Bahnhofsstufe sowie die Geldprämie. Nice. Nächste Seite. Oh, danke, danke. Ich weiß schon, ich weiß schon. Passagiere benötigen jetzt Trinken. Du kannst jetzt bauen Verkaufsautomat. Das ist natürlich ein Kaffeeautomat. Die folgenden Teile sind aufgestiegen. Sie werden ab sofort mehr Passagiere anziehen. A5. Oh, wow. Und hier nochmal für die Excel-Spezialisten unter uns. Gestern 10.000 gehabt, ausgegeben. 4.135 für den Bau. Ticketverkäufer haben wir reingekriegt. Sehr gut. Bewertungsprämie, Unterhalt. Oh, ich muss Unterhalt zahlen. Macht ein Saldo von 28. Hier können wir Kredite aufnehmen. Brauchen wir gerade nicht. Neuer Tag. Ist. So, dann machen wir Stopp. Wir fangen um 4 Uhr an. Interessant. Okay. Und gucken mal, was dazugekommen ist. Also einmal hieß es hier, A5 hat nochmal mehr Action bekommen. Das ist okay. Ja, das ist erstmal, glaube ich, okay. Haben wir noch mehr Ein- und Ausgänge bekommen? Nö, jetzt brauchen wir nur Trinken. Ah, hier haben wir die Verkaufsautomaten. Und ich würde sagen, da stellen wir einige zentral auf. 1500 kostet der Spaß. Aber ich sag mal so, das ist mit dem Kaffee, finde ich, halt besonders wichtig. Wir bauen die auch so. Hervorragend, dass das alles ein bisschen dezentralisiert ist. Was haben wir denn hier noch? Bauten. M-Treppe runter. Na gut. So, diese Anzeige hier ist einfach ein bisschen also kann ich noch nicht so einschätzen. Aktuelle Durchschnittszufriedenheit. Die Passagierzufriedenheit ist der wichtigste Faktor für die Bewertung. Ja, ist für mich okay. Was haben wir denn hier? Die Gesamtwegfläche umfasst keine Wege, die sich noch im Bau befinden. Oh, okay, gut. Wir haben ja nichts anderes. Wir müssen das erstmal so hinnehmen. Aber wir haben auch keine Beschwerden und nichts. Die Karte ist übersichtlich, wobei es natürlich nachher noch nach oben und unten geht. Also, das darf man, glaube ich, am Anfang nicht so unterschätzen. Ist auch ein bisschen die Frage, ob man das in einer Stunde, in einer knappen Stunde, die wir das uns jetzt hier angucken werden, in der ganzen Komplexität sehen wird. Ich überlege, ob ich hier noch ein Dings ziehe. Aha, Zeit verlaufen. Verlaufen hat sich keiner. Bahnhof verbrachte Zeit kaum. Trinken. Achso, wir können mal gucken. Haben wir schon
Dienste hier. 12 Dollar haben wir schon gemacht, nur mit Diensten 13. Das sind die Cafés, glaube ich. Ne? Ich habe wie viel installiert? 1, 2, 3. Das sind 4.500. Da muss also ein bisschen was passieren. Da muss noch einiges passieren, glaube ich. Aber hier voraussichtlicher Saldo, wenn immer besser hier. 14 Dienste, naja gut, okay. Aktuelle Passagierzahl im Bahnhof. Wir könnten natürlich hier nochmal einen aufstellen, pass mal auf. Lass uns doch hier auch nochmal einen Automaten aufstellen. Ich sag mal, wenn die eh hier rumstehen und warten, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr auf den Zug wartet, könnte natürlich sein, dass er sagt, komm, ich trinke auch mal schnell noch einen Kaffee, ne, bevor ich jetzt hier so in den Zug steige. Ist ein bisschen ungünstig, aber wir können danach noch ein paar Toiletten dran bauen. Ich kenne da einen ganz speziellen Menschen, der sich leider immer vergisst, vorher noch mal aufs Klo zu gehen. Ja, genau, einen, ach du ahnst es nicht, 1500 Kaffees müssen wir verkaufen. 23 haben wir schon, 24 haben wir schon, das läuft einfach. Richtig gut. Die Beschilderung ist super. Wir werden wahrscheinlich jetzt gleich aufsteigen. Vielleicht sogar zwei. Man weiß es nicht. Finde ich auch schön, dass man das hier nochmal hat. Was ist denn das hier? Die aktuelle Bahnhofsebene ist ein 0. Naja, okay. Ja, man kann ja mit dem Dings hier ganz locker rein und raus. Das ist ja easy. So, noch 5. Eigentlich ist das ja hier von 12 bis 2, ne? Aber fangen erst um 4 Uhr an. Naja, gut, ist halt so, wie es ist. Die Kaffeeautomaten 28 haben sich jetzt noch nicht so richtig gelohnt. Finde ich. Huch! Okay, da erschrecke ich mich mal ein bisschen. Und noch ein Achievement. Erreiche Bahnhofsstufe 3. Ich jage dadurch die Achievements. Ziel ist natürlich 100% zu machen. So, wieder ein A+ bekommen. Hervorragend. Oh, jetzt wird's spannend. Der Bahnhof wurde erweitert. Die folgenden Verbindungen sind jetzt verfügbar, um eine bessere Wertung zu erhalten. Also B1 bis 5. Und du kannst jetzt eine ganze Menge bauen. Rolltreppen, abwärts, aufwärts, schmale Treppe runter, breite Treppe hoch. Aha. Die folgenden Teile sind aufgestiegen. A2, okay. Das ist die Transaktion des Tages. Okay. Okay, uiuiui, okay. Also das hier ist der A-Bereich und jetzt kommt hier der grüne Bereich dazu. Und da seht ihr schon, uiuiui, da müssen wir jetzt irgendeine Idee entwickeln, wie wir die alle hier ranbringen. Da würde ich doch sagen, wahrscheinlich über hier, oder? Uiuiui, pass mal auf, jetzt müssen wir hier irgendwie eine M-Treppe hoch. Ich überlege gerade. Rolltreppe aufwärts. Wir machen das wie im wahren Leben, würde ich sagen. Und Rolltreppe abwärts. Nee, warte mal. Wie kann ich denn die Rolltreppe abwärts machen? Achso, warte mal. Eine Rolltreppe abwärts. Doch ja, das muss ich dann aber von da oben machen. Ne? Hm. Mediumweg dran. Kann ich das da oben da gleich mit verbinden? Ja. Oh, krass, okay. So, warte mal, jetzt können wir hier die Rolltreppe abwärts dran packen. Ja, die klickt da jetzt leider nicht so richtig ein. Ah, doch, jetzt klickt sie da ein, okay. Pass auf, wir machen das so. So finde ich das schön. Dann haben wir eine aufwärts und eine abwärts. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Sachen hier miteinander verbinden. Das geht nicht. Ach so, weil das noch nicht gebaut ist. Ah, ja, okay.
Aber warte mal, dann können wir doch hier schon mal ein bisschen was bauen, oder? Ja, das Baumenü ist mitunter halt, ihr seht schon, ein bisschen seltsam. Ah ja, okay. Das snappt jetzt hier so blöd rein. Okay. Ist natürlich für jeden Monk unter uns besonders hervorragend sozusagen, dass das nicht funktioniert. So, und dann jetzt hier nochmal eine Medium-Treppe aufwärts. Eieiei. Das geht auch nicht, war auch nicht fertig. Okay, dann müssen wir jetzt mal laufen lassen. Das ist ja crazy shit. Wir müssen vor allem dann gleich hier die Schilder nochmal anders machen, weil die jetzt alle dann nochmal den B-Teil bekommen. Okay, wir machen mal ein bisschen schneller, damit hier mal ein bisschen was gebaut wird. Gut, B werden wir erstmal noch zulassen müssen. Weil das halt einfach noch nicht fertig ist hier. Crazy shit. 6 Stunden braucht der Spaß hier. So, warte mal. Hier ist jetzt schon was gebaut. Dann gucken wir doch mal, ob wir da jetzt noch was dazwischen kriegen. Ey, was ist denn das jetzt hier? Ja, das können wir tatsächlich so lassen. Haben wir hier einen schöneren, ich sag mal, so einen schönen Übergang. Ja. Wir können ja hier schon mal ein Schild aufstellen. Und zwar geht es hier dann... Wo geht es da lang? Das ist eine gute Frage, ne? Hier geht es auf jeden Fall zu allen Plattformen und zu allen A-Ausgängen und auch zu bestimmten B-Ausgängen. Und zwar, das kann ich kaum lesen, was ist denn das? B, was ist das, die 3? Ich glaube, das ist die 3, oder? Und B1 und B2, okay. Also B1, 2 und 3. So, wir können noch einen Pfeil dazu fügen. Den schieben wir noch da. Und da sagen wir, da geht es zu B4. Das müssen wir nachher mal checken, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Hier ist noch gar nicht sozusagen erkennbar, wo es hingehen soll. Da ist auch noch... Plattformen A und B1, 2, 3. So, hier ist jetzt halt noch diese... Das hier dauert so ewig lange. Leider ist das das Verbindungsstück. Ich würde dann hier quasi die Verbindung setzen und dann müssten wir hier mal nochmal gucken, wie wir das machen. Wir können natürlich auch hier einen Weg reinsetzen. Was haltet ihr denn davon? Guck mal. Warte mal, vielleicht machen wir das wirklich mal, dass wir hier noch so einen Weg extra hinsetzen. So. Das ist auch gut, dann können wir nämlich direkt darüber gehen. Da müssen wir gleich nur noch mal die Weggestaltung hinsetzen. Okay, warte mal, jetzt haben wir das hier. Jetzt können wir hier erstmal anschließen. Schon mal der erste Punkt. Weiß nicht, warum das immer so komisch das macht. Das können wir mal so lassen. Zack, dann wird das gebaut. Ah ne, warte mal. Das müssen wir vielleicht doch nochmal abreißen. Können wir das nochmal abreißen, bitte? Ja, genau. Wir müssen nämlich erst das hier noch bauen.
So, pass auf, machen wir das mal so. Und jetzt können wir das da dran bauen. Weiß man jetzt auch nicht genau. Das ist ja ein bisschen schwieriges Gefummels hier. Ja, wir lassen das mal so. Oh, wait. Können wir das nochmal ändern? Ne, müssen wir abreißen. Schade. Machen wir es ruhig ein bisschen breiter. Finde ich gut. So, und hier. Achso, hier müssen wir jetzt wieder warten. Und hier müssen wir auch warten. Ja, müssen wir halt warten. Na gut. Ist der halbe Tag jetzt schon rum. Aber ich glaube... Erstmal sieht das gut aus. Hier, glaube ich, könnte man noch einen Pfeil ranmachen und sagen, hier geht's nach B5. Damit die Leute, die von hier gucken, das auch sehen können. Und theoretisch, lass mich mal ganz kurz gucken, theoretisch könnten wir hier unten die schon aufmachen. Ja, hier, das müssen wir noch beschriften. Ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das hier so richtig ist. Hier geht es eigentlich nicht runter. Hier geht es zu den Plattformen und zu allen A-Sachen. So, und hier. Hier geht es zu allen B-Sachen. Und hier geht es auch zu allen B-Sachen. Weiß nicht, warum die... Ist die Treppe... Kann man die Treppe nicht benutzen? Die Treppe runter, da geht es zu den Plattformen. Und man kann auch zu allen A-Sachen gehen. Na doch, das müsste irgendwie so funktionieren. Sieht ein bisschen verwirrend aus, finde ich. So, und da kommen schon die ersten. Ihr seht das hier unten. Und die versuchen jetzt... wir haben die Pfeile noch nicht gesetzt. Da müssen wir vielleicht nochmal ran. Zumindest hier nochmal einen hinsetzen. So, machen wir mal. Hier geht es erstmal runter zu B4 und B5. Sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier geht es zu allen Plattformen und zu A. Hervorragend. Da geht es auf jeden Fall hin zu B1, 2 und 3. Das müsste das sein. Da geht es noch was vorhin. Den Fall kann man wegnehmen. Richtig? Richtig, oder? Gebaut. Ja, hier warten wir jetzt noch. Achso, wartet. Ah ja. Ne, warten wir noch auf den Teil. Ja, vielleicht kommen jetzt auch schon die ersten Beschwerden hier an. Das müssen wir mal gucken. So, guck mal hier. Da können wir jetzt nochmal einen Pfeil aufstellen. Da können wir sagen, in die Richtung geht es zu... Da geht es zu allen Bs. Hervorragend. Hier in die Richtung geht es zu den Plattformen, aber auch zu allen A's außer A2. Hervorragend. Und mehr brauchen wir gar nicht. Hier ist ja schon A2, obwohl, machen wir ruhig mal, weil das ist ein bisschen schwierig. Die Leute, die von hier kommen, haben hier nicht eine Orientierung. Die stehen quasi hier, sehen den Ausgang hier nicht und gucken dann aber hier auf das Schild. Das ist dann sozusagen entscheidend. Deswegen muss man mitunter tatsächlich... ordentlich Schilder aufstellen. Und hier machen wir das Gleiche auch nochmal. Hier geht es zu den Plattformen, aber auch zu allen Bs außer B. Ich kann das Grüne kann ich nicht lesen. Außer B2, ich glaube so. Ja. Und dieser Pfeil, der zeigt jetzt nach hier. Da geht es zu den Plattformen und zu allen As. Und weil wir es können und nur vorsichtig sein wollen, geht das hier zu B2. So. Das ist doch B2 hier, oder? Ja. Den machen wir auch mal auf, weil theoretisch können die nämlich jetzt schon durchlaufen. So. B1 ist noch ein Problem, aber da müssen wir eben noch warten. Da ist hier die Sache noch nicht so richtig fertig. Wait, hier muss auch noch mal ein Weg schreien. Woran ihr erkennt, dass ihr zu viele Computerspiele spielt. Da muss auch noch ein Weg schreien hin. So. Und da geht es auch zu B4 und 5. Hervorragend. Zu viel Wegschreien. Naja, gut.
So, und das hier ist nur B3, glaube ich. Ich kann das einfach nicht erkennen. Und hier geht es zu B2 und 1, aber auch in alle A-Richtungen. So. Ja, wild, oder? Ist schon wild, das Ganze muss man auch irgendwie erstmal erkennen. Das hier ist auch schwierig. Hier machen wir dann nochmal... das ist eine gute Frage jetzt, ne? Ich glaube, wir machen den einfach hier so hin. Ich glaube, es gilt nicht darum, das quasi zu sehen. Also die kommen hier hoch und dann sehen die das hier. Ich glaube, es geht jetzt nicht darum, für jeden irgendwie das herzustellen. So, alles A, alle Plattformen und ja, alle Bs. Das müsste so passen. Ich glaube, so ist das. Na, aktuell laufen die halt hier nur hoch und runter. Muss ich das denn? Keine Wegverbindung. Keine Wegverbindung? Warum nicht? Warum hat das keine Wegverbindung? Machen wir es mal so. Achso, das hier ist zu den Plattformen P und A. Checken wir das mal. Vielleicht müssen wir das neu bauen. Also das wäre natürlich ein bisschen blöd, aber... Ist das zu klein gedacht? Nee, kann eigentlich nicht sein, oder? Zu allen Bs. Oh wait, wir sollten vielleicht hier auch mal einen hinstellen. Pass mal auf, wir stellen hier auch mal einen Wegweiser hin. Und sagen hier, da geht es in Richtung B. Und da geht es in Richtung A. So, mal gucken. Ich meine, die könnten ja zumindest die Treppe nehmen, oder? Oder ist das einfach nicht richtig dran gebaut? Jetzt werden sie richtig sauer. Ah, jetzt geht der Balken hier auch runter. Interessant. Okay. Ja, sind sie jetzt vielleicht nicht ganz so freundlich. Alle. So, hier fällt mir auf, da ist noch ein Stückchen Weg frei. Was ist das denn jetzt? Ah, so. Okay, die sind aber jetzt alle angeschlossen, ne? Machen wir mal weiter. Also gut, das ist hier mit den Treppchen hier, da weiß ich noch nicht so ganz, wie es funktioniert. Die sind irgendwie nicht angeschlossen. Warum ist denn das so? Keine Verbindung. Und die Treppe hat auch keine Verbindung? Vielleicht. Mal gucken, ob das hier hilft. Das ist ein bisschen komisch jetzt. Naja, zumindest laufen sie jetzt, aber so richtig. Das war aber nicht so eine gute Nummer jetzt hier. Okay, 1008, 2 von 2, 8 aktive Ausgänge. Nächste Seite. Passagiere benötigen jetzt Informationen. Es besuchen den Bahnhof jetzt Touristen. Ach du heiliger Bimbam, Informationstafeln. Und das ist aufgestiegen und das gucken wir uns gar nicht erst an. Okay, ich glaube, das müssen wir hier nochmal... Warte mal... Müssen wir das hier vielleicht nochmal wegreißen?
Oh, das war die Treppe. Das war schade. Pass auf, dann reißen wir die alle nochmal weg. Und bauen einfach nochmal so einen Weg dahin. Ja, ist ja vielleicht nicht schlecht. Vielleicht können wir das wirklich mal so lassen. Schwierig. Das ist ja jetzt wirklich schwierig. Wir können mal so eine Medium-Treppe noch bauen. Okay, offensichtlich können wir die gerade nicht einklappen. Medium-Treppe aufwärts, hier so hin. Ja. Machen wir das erstmal so. Und jetzt haben wir noch diese ganzen Informationssachen, die können wir auch nochmal bauen. Hier ist eine Informationstafel. So, für 750, das ist natürlich schon auch eine Hausnummer, ne? Aber ich würde sagen, davon brauchen wir auch ein paar. Vor allem nochmal hier rum, wo viele Leute vorbeikommen. So, und hier auch nochmal eine. Und hier hinten vielleicht auch nochmal eine. So, haben wir das jetzt erstmal gelöst. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, wie das hier ist. 4 Stunden wird hier gebaut. Puh. Das ist ein bisschen ärgerlich mit den Treppen hier, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. So, warte mal. Was haben wir jetzt hier? Die Treppe nach unten geht da und dorthin. Und hier, die Treppe nach hier geht dorthin. Wird das jetzt was hier? Warte mal, sind das hier die Touristen? Ein Tourist, ja. Und du bist wer? Du bist ein Student. Und du bist was? Ein Pendler. Also die Grünen, das sind Studenten? Ja, tatsächlich. Krass, okay. Na gut, dann mal los, würde ich sagen. So, dem haben wir jetzt hier die Wege gegeben. Aktuell ist ja keiner motzig, oder? Wissen das alle irgendwie zu schätzen, aber ich habe irgendwie noch nur zwei. Warte mal, ich habe nur zwei. Ah ja, okay. Du läufst auch noch nicht, oder? Okay, jetzt haben wir alle angeschlossen. Okay. Das war jetzt vielleicht eine schwierige Geburt, aber na gut. So. Gucken wir mal. Kriegen wir für den Dienste hier, also gut, die, die Kaffeeautomaten, die sind wirklich schwierig. Wir können hier noch einen Kaffeeautomaten hinstellen. Für 1500, na, das muss man jetzt auch erstmal bringen. So, jetzt gucken wir nochmal die Rolltreppen nach oben. Ah, die snappen jetzt hier ein. Ist ja interessant. Können die nicht auch hier einsnappen? So. Hier geht's nach B. Wir gucken mal, ob das läuft. Und so eine Rolltreppe nach unten. Können wir auch hier einsnappen lassen. Warte mal, können wir die nochmal verschieben? Rolltreppe nach unten. Ja, geht theoretisch schon, ne? Ich würde das unfassbar gerne da einsnappen. Wir das ein bisschen weiter weg vom Bahnsteig machen. So,
auch weg. Eine Rolltreppe nach oben. So. Sehr gut. Ganz. Hier geht es zu allen Bs. Und hier haben wir ja auch gesagt, geht es zu allen Bs. Ach, ist das schön. Ach, so ein bisschen das schön. Hier geht es zu den Plattformen, aber auch zu As. Und das Ding muss noch gebaut werden. So, ist doch schön. Guck mal. Theoretisch könnten wir gucken, ob wir noch einen schmalen Weg jetzt hier so reinkriegen. Ja, der ist nur halb so schmal. Ja, kriegen wir den hier so hin? Machen wir einfach. Und die laufen auf jeden Fall. Die Rolltreppen laufen, das ist super. Oh, aber es sind nicht so viele Leute glücklich. Was ist denn hier schon wieder los? Warte mal. Was ist denn hier euer Gemecker hier? Ihr habt doch gerade gemeckert. Was ist denn los? Die haben sich verlaufen. Ernsthaft. Guck mal, dann stellen wir denen mal eine Infotafel auf. Für 57. Der weiß nicht, wo er hin soll. Der hat sich verlaufen. Und der hier? Der weiß auch gar nicht, wo er hin soll. Ja, dann ist das halt so. Also ich meine, ein paar Idioten hat man ja immer dabei, ne? Ist ja auch einfach so. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Warum ist er denn so sauer? A5, nach Zielausgang oder Bahnhofslinie unbekannt. Der Passagier benötigt Informationen. Ernsthaft. Okay. Wir können hier nochmal an den Pfeilen arbeiten. Hier geht es auch nach B. Und hier geht es auch nach B. So, das müssen wir vielleicht zwischendurch nochmal immer mal machen. Und auch hier, bei dem geht es nach... Hier geht es nach B. So, und hier geht es auch nach B. Genau. Also die wissen einfach nicht, wo sie hin sollen, weil sie kein Schild haben. Naja, ich weiß jetzt aber auch nicht, ne? Also wirklich. Was haben wir hier? Informationen. Der Suche nach Informationen verbrachte Zeit ist zu hoch. Und trinken mit der Suche nach etwas zu trinken verbrachte Zeit. Das müssen wir also ändern, auch wenn das sehr teuer ist. Okay. Gut, ihr habt jetzt mal eine ungefähre Idee bekommen, was hier so abgeht. Wir können natürlich noch ein... Getränkeautomat kaufen und auch nochmal ein Informationsschild. Warte mal. Man muss ein bisschen näher ranzoomen, damit man auch die Zwischentöne trifft. So. Hier geht es zu allen Plattformen und nach B. Ich weiß gerade gar nicht genau, welcher Pfeil ist es jetzt wohl, um den es jetzt hier geht. Um den da oben, warte mal, dann drehen wir den doch nochmal nach da. Da geht es auf jeden Fall auch nach B und nach A2. Ja, ich weiß nicht, ich bin da lieber mal vorsichtig. So, guck mal. Ihr könnt hier die Treppen nehmen, wenn sie wollen. Ihr könnt aber auch die Rolltreppen nehmen. Ist das vielleicht auch eine gute Sache? Ist auch nur noch so ein schmaler Weg. Aber wir können natürlich hier auch nochmal eine Infotafel reinbappen. Obwohl, die wissen halt, wo sie hinwollen, oder? Ich glaube, die Dinger brauchen wir eigentlich nur am Eingang irgendwo. Ja, ich glaube, die brauchen wir nur am Eingang. Ja gut, ich merke schon, ich bin ein bisschen versunken ins Spiel. Das ist gut fürs Spiel. Schlecht für mich. Das bedeutet, ne, den Rest des Tages werde ich hier rumgammeln und dieses Spiel spielen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was das Spiel kann.
Ich sag nochmal zum Preis, es kostet im Normal auf Steam 15 Euro ungefähr und im Sale, habe ich gesehen, kostet es ungefähr um die 10. Also wer da Bock hat, sich das Ganze zu geben, möge das tun. Ich glaube, für so ein kleines, nettes, ich sag mal, wie so ein Puzzlespielchen ist es wirklich gut. Da kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Ja, und manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen die Entwickler in sowas unterstützen. So eine schicken kleinen Games. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, guckt ihr mal auf dem YouTube-Kanal nach dieser Spielreihe Angestellt und Vorgespielt. Da seht ihr mehrere Spiele, die ich immer mal wieder so zeige. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen reinspielen und mir einen schönen Kaffee machen. Ich danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.